52 Runden in Silverstone erwarten unsere Fahrer und die Spannung steigt kontinuierlich. Silverstone ist mit Sicherheit eine Strecke, die reich an F1-Geschichte ist. Von Giuseppe Farinas Sieg beim ersten Meisterschaftsrennen hier im Jahre 1950 bis hin zu Lewis Hamiltons grandiosem Rennen im Regen 2008. Silverstone ist eine Powerstrecke. Sie verlangt Abtrieb und volles Vertrauen in das Auto, damit die Fahrer in Sektor 2 durchgängig am Gas stehen können. Auch durch die schnellen Kurven Woodcourt und Cobbs und die Kombination von Maggots und Becketts. Wir sind zurück für einen weiteren Tag voller spannender F1-Action. Am Renntag. Kommen zurück zum Renntag, Leute. Im großen Preis von England, von Großbritannien, im Silverstone. Wow, was war das für eine Qualifikation und Training. Beim Training 1 und 2 ging es ja noch, aber im Training 3 hat geregnet. Quali 1 hat geregnet, Quali 2 nicht. In Quali 3 hat es, glaube ich, auch leicht geregnet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mussten wir teilweise mit Wasserreifen und mit Intermedium fahren. Und so weiter und so fort. Und wir gucken hier, beim Training waren wir ganz gut dabei. Vor allem mit Romano, da haben wir in der ersten Runde 100% Setup erwischt. Also bei den ersten 5 Punkten sozusagen. Und mit Sackhoff haben wir es einigermaßen hingekriegt, auf 90% zu kommen. Und beim Qualifying sind wir Dritter und Vierter geworden, Leute. Ja, das ist schon mal sehr gut. Max Verstappen hat die beste Zeit gehabt im dritten Qualifying. Und dann machen wir mal fortfahren. Also, wir haben jetzt im Moment das Wetter. Wie schaut das Wetter aus? War jetzt irgendwie keine große Info. Doch hier 20 Grad. 75% Chance auf dem Safety Car. Das erste Mal gab es hier den großen Preis 1950. 52 Runden ist die Strecke mit 5,8 Kilometer. Und insgesamt Rennen ist dann 306 Kilometer. Und Max Verstappen hat 2020 die schnellste Runde gemacht mit 1 Minute 27 Sekunden und 097. Okay, also gucken wir mal nochmal auf unsere Strategie, auf unsere Rennstrategie. Gucken wir mal, ob das hinhaut mit der Zwei-Stopp-Strategie. Ich probiere es einfach mal. Kraftstoff laden wir mal ordentlich was auf hier. Wie viel geht denn? Maximum 57. Machen wir mal mit ihr 56. Und Tempomodus am Anfang natürlich volle Pulle. ERS volle Pulle. Und Fahreroption bei ihr immer dasselbe. Ich mache am Anfang immer maximale Geschichte. Und bei ihr laden wir mal Maximum an Kraftstoff auf. 57,6. Ja, okay. Da bin ich mal gespannt, wie es läuft. Das Setup, wie gesagt, 90 zu 100. Ich kann euch mal das Setup zeigen. Hier war es leider nicht perfekt. Bei Sackhoff haben wir irgendwie den Dreh nicht rausgekriegt. Ist leider die Kurvengeschwindigkeit ist nur gut. Und das ist hier auf dieser Strecke natürlich schlimm. Bei Romano wiederum haben wir alles optimal erwischt. Das war echt lustig. Direkt in der ersten, im ersten Setup haben wir alles richtig eingeschätzt. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mal das Rennen, Leute. Die Teams führen gerade die letzten Checks durch. Nicht mehr lange bis zum Start dieses Rennens. Könnte das hier das Rennen von Alexander Albon werden? Sich von P21 aus zurückzukämpfen, wird nicht leicht werden und ist von diesem Auto vielleicht zu viel verlangt. Das wird bestimmt großartig, liebe Leute! Halten Sie sich gut fest für den großen Preis von Großbritannien. Die Ampel ist aus und los geht's. Und los geht's, Leute. Sackhoff und Romano, die sollen mal direkt mal hier auf Überholaggression hochstellen. Beide. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Sackhoff ist Zweiter, Romano wurde von Norris überholt. Also wir hatten tatsächlich gute Startposition mit Platz 3 und Platz 4. Inzwischen pendelt sich ein, dass wir da immer ganz gut abschneiden, auch in den Trainings sowieso. Da sind wir immer besser als die KI-Spieler und auch beim Qualifying sind wir inzwischen ganz gut. Und jetzt geht es nur noch darum, im Rennen einigermaßen gut dabei zu sein. Also Sackhoff hat hier ordentliche Spitzenzeiten scheinbar. So, wir schauen mal kurz hier auf die Reifen und so weiter. Die erste Runde schauen wir uns normal an, wie immer. Sackhoff hinter Verstappen, der aber schon fast eine Sekunde weg ist.
Und Norris ist noch an Romano ist noch an Norris dran. Und Leclerc wiederum an Sackhoff. Also hier geht schon heiß her. Es ist ordentlich was los. Wir haben jetzt leider keinen neuen Teile mehr einbauen können in letzter Zeit. Wir haben kein Geld gehabt. Beziehungsweise ihr habt mir das Geld gespart. Aber aktuell schaut das Auto ganz gut aus. Wir sind teilweise bei den Spitzengeschwindigkeiten sogar auf Platz 1, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja gut, vielleicht wurde es ja in der letzten Zeit auch schon wieder was geändert, dass wir von irgendeinem Team überholt worden sind. Denn die anderen Teams bauen natürlich auch ihre Sachen. Also jetzt schauen wir mal, wie es läuft hier. Sackhoff ist ganz knapp hinter Verstappen dran mit 0,5 Sekunden. Und da fahren wir das erste Mal über die Ziellinie in die Runde 2. Jawohl. Schnellste Runde von Sackhoff war tatsächlich die schnellste Runde, ja. Romano ist ganz knapp hinter Norris. Das wäre schön, wenn wir den noch überholen könnten. Denn Norris hat da schon 1,2 Sekunden auf Leclerc inzwischen. Ein McLaren fährt hinter dir. Ja, ich weiß, Piastri, der nervt mich da ein bisschen, aber das passt schon. So, die Reifentemperatur ist 116 Grad. Ich glaube, ich muss mit Sackhoff dann demnächst mal ein bisschen auf aggressiv stellen. So, Leclerc ist knapp hinter ihr, aber es geht ja darum, hier möglichst lange durchzuhalten mit den Reifen. Reifenmanagement und Kraftstoff können wir ordentlich Gas geben. Da haben wir ordentlich was am Start hier. 10,4 Kilo und 7,4 Kilo. Habe ich so viel weniger mit Sackhoff eingepackt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Naja, gut. Also, Leclerc, Sackhoff ist immer noch an Verstappen dran und versucht ihn zu überholen, sogar tatsächlich. Obwohl ich mit den Reifen schonend umgehen wollte. Und Sackhoff ist ganz kurz sogar Erster gewesen und bleibt sogar Erster. Aber nach dieser Kurve, oh ja, okay, da ist Verstappen davon gezogen. Der hat die Kurve besser genommen als wir. Aber das ist schon in Ordnung. Ups, ich habe hier vergessen, ERS natürlich muss aufgeladen werden mit den beiden Mädels. Verstappen überholt Sackhoff, ist mir schon klar. Deswegen konnte Sackhoff Verstappen überholen, weil sie scheinbar ihr ERS gut benutzt hat. Okay, dann würde ich mal sagen, wir beschleunigen mal die Zeit. Gucken wir mal, wie die Reifentemperatur so aussieht. Noch schaut es gut aus, wobei die haben schon ordentlich beide ordentlich was blechen lassen hier. Vor allem Romano, die muss unbedingt auf Standard gehen. Ist egal, ob wir da Plätze verlieren. Die macht ja Zweitop-Strategie, vielleicht holt sie die Zeit wieder ein. Mal gucken, 120 Grad, oh, bei ihr werden die Reifen richtig heiß. Muss da mal ordentlich runtergehen mit Sackhoff. Und die ist noch hinter Leclerc dran. Jetzt geht die Reifentemperatur, wenn es ordentlich runter. Dafür kann sie jetzt mal ein bisschen mehr Gas geben, aber dann müssen wir scheinbar öfters früher an die Box, wie es aussieht. Nee, die soll mal Standard fahren, die Romano. Romano ist hinter Sackhoff scheinbar, wie es aussieht. Und bei Sackhoff schauen die Reifen aber wirklich noch hervorragend aus. Norris ist aber knapp hinter ihr. Piastri überholt Romano. Was ist hier? Sackhoff überholt Norris. Okay, es ist ein Hin und Her scheinbar. Ordentlich Action. Ich wollte aber nicht, dass du mir hier die Zeit runterdrehst. Okay, also Norris hat Sackhoff wieder überholt. Aber Sackhoff ist dran und hat, wie gesagt, noch ordentlich Reifen. Die sollen mal richtig noch hier... das geht teilweise sogar runter. Das war schon gerade eben rot. Und bei ihr muss ich einfach Reifen sparen. Okay. Optimale Runde. Noch nicht. Wir haben noch ein bisschen Reifen. 37%. Wie weit haben wir noch zum Ziel? 4,7 Kilometer. Ich würde mal sagen, eine Runde machen wir mindestens noch. Also beschleunigen wir mal kurze Zeit. 34%, da waren schon ein paar in der Box, wenn ich das richtig gesehen habe. Kann es sein? Ja, Perez ist zum Beispiel in der Box. Okay, aber sie muss jetzt tatsächlich in dieser Runde in die Box reingehen. Und sie holt sich nochmal Softreifen. Und zwar die hier. So. Sehr schön, ich bin gespannt, wie es läuft. Die soll aber so lange dann volle Pulle machen hier. Mit den alten Reifen und sie hat noch einiges vor sich. Sie soll ruhig aushalten. So, Sackhoff ist gleich in der Box. Gucken wir das mal an, vielleicht mal ein bisschen beschleunigen. Und dann bin ich mal gespannt, wie Sackhoff rauskommt aus der Box und vor allem, wie die Zeit ist in der Box. 25 Sekunden und 2,8 ist aber ganz schlecht. Na gut, wir haben minimal Zeit verloren, aber Sackhoff ist jetzt 9. Und Perez ist noch weit hinter... Na, Perez hat sie gerade überholt, was? Okay. Okay, jetzt aber, jetzt kann sie Gas geben und mit den Reifen...
wird sie jetzt erst einmal die Reifen mal auf Temperatur bringen. Schaut bei ihr aus, sie muss noch, nach zwei Runden muss sie schon noch aushalten. So, dann beschleunigen wir mal kurze Zeit. Die Temperatur der Reifen werden bald erreicht. 91% bereits. Okay, sie ist bei optimaler Reifentemperatur. Dann soll sie erstmal aggressiv fahren. Und schauen wir mal, wie weit sie kommt. Sie ist ordentlich hinter Piastri. 23. Ne, achso, das ist Romano. Natürlich, der Sackhaft ist. Ach, ich muss hier auf Intervall schalten. Ich depp. Also, Sackhaft ist 2 Sekunden hinter Alonso. Hamilton ist jetzt gerade in der Box. Romano ist noch auf Platz 5, aber sie muss demnächst in die Box gehen. Wie weit hat sie denn noch zur Einfahrt? 4 Kilometer. Weißt du was? Dann gehst du jetzt in die Box. Mädel, holst dir die harten Reifen und dann haust du jetzt aber nochmal ordentlich rein. Und ja, sonst schaut es gut aus, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie die Zeit bei Romano ist, wenn sie in der Box ist. So, Romano, wo bist du? Da. Beschleunigen mal kurz. Jetzt. Okay, Romano wird jetzt natürlich überholt von allen Seiten. Und die Boxenstoppzeit ist 2,9. Was ist das? Wieso ist denn unsere Crew denn so schlecht? Hey, ich glaube, ich bin. Habt ihr sie noch alle? So, die sollen mal die harten Reifen mal ein bisschen erhitzen. Aggressiver fahren, dass die auf optimale Temperatur kommen. Und ja, jetzt ist es gleich soweit. Dann kann sie wieder auf Standard runtergehen, weil sie muss noch bis zum Ende des Rennens damit haushalten. Also Romano auf Platz 7 mit harten Reifen. Wir schauen aus mit den anderen Reifen von den Kollegen hier. Ocon hat auch harte Reifen, wie ich sehe. Aber Tsunoda und so weiter, die müssen mindestens noch einmal in die Box. Das heißt, ja, schauen wir mal, ob unsere Strategie sich einigermaßen auszahlt. Sackhaft auf jeden Fall ganz knapp an Perez dran. Perez hat, was hat denn der für Reifen, der Perez? Medium und Verstappen hat auch Medium. Leclerc war auch gerade in der Box scheinbar, ist aber noch auf Platz 2, also der hat scheinbar einen super Boxenstopp gehabt, jeden Fall vor uns rausgekommen und Sackhaft ist hier gerade dabei, Perez zu überholen, habe ich gesagt, ey, du fährst denn hier an oder was? Machen die denn für eine Action hier? Jetzt, komm, überhol ihn mal in der Kurve. Ne, schafft sie nicht. Sie ist ganz knapp dran, aber hat sie nicht geschafft. Perez ist davongezogen mit ein paar Millisekunden. Du machst das gut mit den Reifen. Ja, aber die sind jetzt langsam überhitzt, die Reifen. Das heißt, ich würde mal sagen, du gehst mal kurz auf Standard, ein bisschen die Reifen kühlen. Bisschen Abstand zu Perez dann eben, aber ist nicht schlimm. Du sollst mal kurz die Reifen runterkühlen. 121 Grad. Okay, jetzt gehen die. Oh, sie hat Perez trotzdem überholt scheinbar. Aber Perez hat wieder zurück überholt. Oder nochmal überholt. Und bei ihr schauen die Reifen gut aus. Ist noch auf Platz 9, die Romano. Die kann noch ruhig Gas geben. So, schnellste Runde Leclerc, alles klar. Okidoki, jetzt gehen die Reifen wieder ordentlich auf Temperatur. Sie ist noch knapp hinter Perez mit 1,5 Sekunden. Ich weiß nicht, ob sie das schafft. ERS müsste ihr dafür einsetzen. Die Reifentemperatur ist aber schon wieder gestiegen. Eigentlich sind wir aber noch in der Zeit. Ne? Ich würde mal sagen, wir fahren erstmal kurz Standard wieder. So für eine halbe Runde oder so. Genau. Ja, wobei ein bisschen mehr muss es sein. 117 Grad, 115. Und jetzt kannst du wieder Gas geben. So. 1,9 Sekunden noch hinter Perez. Was hat der für Reifen? Medium. Okay, also der wird länger aushalten. Aber der muss auf jeden Fall nochmal in die Box. Wir ja auch. Wir werden ja Medium jetzt wechseln. Und bei ihr schaut das alles wunderbar aus. Da brauche ich gar nicht zu schauen bei Romano. Ist noch auf Platz 10. Aber da müssen natürlich einige Leute in die Box, ne? Muss man dazu sagen. Okay. Reifen schaut noch gut aus. Norris hat Sackhaft überholt, kurz wie es aussieht. Okay, wartet mal kurz. Also ich will ja danach mit Medium-Reifen fahren und unsere aktuellen Reifen schauen super aus. Das heißt, ich werde jetzt mal hier auf Angreifen gehen und dann mal schauen, wie schnell sich die Reifen verbrauchen.
Also diese Runde gehen wir noch nicht in die Box. Wenn, dann gehen wir in die nächste. Also was heißt, wenn, dann nächste Runde muss man auf jeden Fall in die Box dann. Ja. Upsa. Jetzt stopp, stopp, stopp. Jetzt gehst du in die Box, Mädel, und holst dir die Medium-Reifen. Genau, die hier. Okay. Ich weiß nicht, 29% ist nicht gut. Norris hat sie überholt scheinbar. Und sie ist jetzt nur noch auf Platz 5. Okay, das ist aber in Ordnung. Ich würde mal sagen, die sollen mal hier schnell in die Box reinfahren, bevor die Reifen platt gehen. Oh oh. Die waren schon auf 23% runter. Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Da haben wir richtig noch Glück gehabt mit Sakaf. Und die Boxenstoppzeit ist hoffentlich diesmal besser. 2,6, ja immerhin ein bisschen besser. Aber damit bin ich nicht zufrieden. Wir haben ja das eigentlich extra trainiert mit unserer Boxencrew. Hoffe, dass es in den nächsten Rennen besser wird, weil es geht ja immer einen Monat lang mit diesem Training. Und Romano hat Sakaf überholt und sie fährt jetzt volle Pulle mit dem Medium-Reifen. Aber das wird dann vorher enden scheinbar. Also musst du erst einmal die Reifen erwärmen. Und bei dir schaut es noch gut aus. Also lass mal kurz laufen. Okay, die Reifen sind auf Temperatur. Dann kannst du jetzt mal aggressiv fahren. Und kraftstoffmäßig schaut noch gut aus. Also, mal beschleunigen hier. Sakaf, 8. Jetzt 7. sogar. Hat Russell überholt. Was haben die denn für Reifen drauf, die Nasenbären da vor uns? Also Sainz und Piastri müssen auf jeden Fall noch in die Box. Eigentlich müssen alle noch in die Box. Das heißt, Sakaf könnte theoretisch, wenn sie... Ach, weißt du was, dann fahren wir Standard. Aber Perez ist sehr weit weg. Den werden wir nicht mehr einholen scheinbar. Ja, okay, du hast ja... Die Reifen sind noch nicht warm. Dann fahren wir normal so lange. Oder aggressiv. Und bei ihr schaut es noch okay aus. Romano ist auf Platz 8. Okay, dann gucken wir mal, wie es läuft. Jetzt ist Norris in der Box. Sakaf hat ihn überholt. Leclerc und Verstappen waren beide in der Box. Die sind aber einfach zu weit weg. Wie schauen die Reifen denn hier aus? Temperatur ist absolut noch in Ordnung. Wie es aussieht, was? Du hast irgendwie so eine Spitze gerade gekriegt. Temperaturen schauen wunderbar aus. Und bei dir auch. Okay, dann können wir so weiterlaufen lassen. Sakaf wurde von Norris wieder überholt. Wahrscheinlich hat er Dingsreifen drauf, Softreifen, oder? Ja. Das war klar. Und die Perez hat auch Soft drauf, der hinter ihr ist. Ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen mehr Gas gebe, weil so schaut es eigentlich ganz gut aus von der Temperatur her und alles. Da können wir vielleicht mal ein bisschen Gas geben. Jetzt ist 121 Grad erreicht. Die soll ein bisschen mithalten hier vorne. Okay, so wurde er von Perez überholt, das war klar. Weißt du was, dann fahr doch nochmal aggressiv. Das ist immer irgendwie diese Spitzen, die sind ein bisschen komisch. So, mal die Reifentemperatur ein bisschen kühlen. Ja, ist jetzt sogar rot gewesen zwischendrin mal. Jetzt geht es aber ordentlich runter. Und Romano hält sich wacker auf Platz 8. Hat, ja, 9 Sekunden auf Piastri. Währenddessen hat sie aber 8 Sekunden auf Russell. Also Russell hat 8 Sekunden auf sie. Also von daher, aber tatsächlich kämpft Sakaf hier immer noch gegen Norris und Platz 4. Und sie hat noch ordentlich Reifen. Ich würde mal sagen, du sollst mal hier nochmal ein bisschen angreifen. Oh, vor allem haben wir hier gar nicht aufgepasst. Da soll sie mal ein bisschen sparen. Wobei, erstmal ausgewogen. Schauen wir mal. Bei ihr muss ich auch aufpassen. Gut, ein bisschen weiter. So, 50% haben wir noch. Und wir haben nicht mehr so viele Runden übrig. Ich glaube, sie muss Kraftstoff sparen. Anders geht's nicht. Weil sonst wird das echt knapp. 0,7, 0,6, 0,5. Jetzt soll sie mal wieder normal fahren. Ausgewogen. Reifentemperatur ist zu hart. Dann gehen wir mal ein bisschen runter noch. Sie hat Norris aber überholt und hat sogar ein bisschen Abstand. Mal schauen. Also sie ist auch... Perez hat sie sogar überholt. Wow, 44% Reifen haben wir noch. Aber wir haben noch 5 Runden oder 6 Runden vor uns, ne? Mit ihr schaut es aber übel aus, sehe ich gerade. 32% nur noch, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also sie muss wirklich reifenschonend fahren. Sogar sparend. Russell ist ja 5 Sekunden hinter ihr.
Können wir ein bisschen beschleunigen, vierfach oder so, da haben wir das alles noch im Blick. Sakaf wird von Perez attackiert, die soll mal ein bisschen mehr Gas geben, weil da kann sie den abhängen. Leider ist Kraftstopp immer noch auf 0,5. Ich hoffe, das ist noch ein bisschen... Okay, Perez hat sie überholt. Norris ist auch noch an ihr dran. Also das ist ein Hin und Her. Die soll reifensparend fahren. Russell kommt aber immer näher. Der hat aber irgendwelche technische Probleme. Also mit Romano werden wir nicht mehr Platz 7. Das können wir nicht mehr... Können wir definitiv nicht schaffen. Das heißt, die soll einfach mit ihren Reifen so weit wie möglich schonend weiterfahren. 30%. Hat sie noch und wir haben noch ein paar Runden vor uns, deswegen werde ich es mal so lassen. Hülkenberg ist ausgeschieden, ist mir gerade aufgefallen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Magnussen und so weiter, die haben alle technische Probleme. So, wir haben 37%, also fahren wir aggressiv, damit wir mit den Reifen einigermaßen schonend noch umgehen können. Viel mehr können wir nicht machen. Kraftstoff sparen werde ich mal drin lassen und wir beschleunigen mal die Zeit, mal auf 8-fach oder so. Gucken wir mal, Sakaf hat Norris wieder überholt und Norris überholt Sakaf wieder. Drei Runden noch. Drei ganze Runden. Okay, wartet mal kurz. Ich muss mit ihr tatsächlich noch ein bisschen Benzin sparen, auch wenn Sainz jetzt auch noch hinter ihr dran ist. Aber dann ist es eben so, ich muss hier Kraftstoff sparen. Und Reifen sparen müsste sie theoretisch auch eigentlich. Ja, wir sollen mal sparen. Du sollst im Ziel ankommen, das ist das Wichtige. Und ja, bei Sakaf geht es halt um die Punkte natürlich. Aber wenn wir nicht im Ziel ankommen, dann ist es in den Punkten auch wurscht. Ne? Deswegen lasse ich mal hier kurz 8-fache Beschleunigung mal. So, wie schaut es denn aus? Kraftstoff ist immer noch 0,1. Ups, stopp. Ich habe es versehentlich falsch geklickt. Okay, Kraftstoff schaut gut aus. Also, du kannst reifen, ist auch schon vorbei. Ist die finale Runde, würde ich mal sagen. Gibst du Vollgas, obwohl du kaum noch Reifen hast. Und bei dir schaut es so aus, dass Tsunoda noch 10 Sekunden hinter dir ist. Du könntest aber eventuell auch aggressiv fahren. Vielleicht schaffst du ja noch, Russell einzuholen. Vor allem sind die Reifen auch total unterkühlt, muss man auch dazu sagen. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber okay. Dann benutzt mal dein ERS und du genauso. So, also wird nochmal spannend hier in den letzten Kurven. Romano muss noch eine Runde fahren, sie hat nur 25% Reifen. So, und Sakaf ist in der letzten Runde, gibt nochmal Vollgas, um eventuell Norris noch hinter sich zu lassen, beziehungsweise Sainz kann sie nicht mehr einholen, aber Hauptsache sie hält Norris auf Abstand. Die Zuschauer freuen sich, wie es sich anhört. Und Sakaf, wie schaut's, Entschuldigung, Romano, du hast 1,3 Sekunden auf Russell. Vielleicht schaffst du den nur einzuholen. Eine Sekunde nur noch. 0,9 Sekunden. Jetzt könntest du dein DRS benutzen. Währenddessen ist Verstappen ins Ziel angekommen. Das ist spannend hier, ob Romano Russell noch einholt oder ob Sakaf gegen Norris sich verteidigen kann. Die Reifen sind natürlich jetzt ordentlich kaputt. Ich hoffe, dass sie trotzdem nicht kaputt gehen. Vor dir sein Mercedes. Ja, ich weiß. Überholen. Romano, komm. Das wäre geil, wenn du Russell überholen könntest. Du bist endknapp dran. Und. Ah. Das war knapp in der Kurve hier. Du hast noch ein bisschen vor dir. Vielleicht schaffst du es ja noch. Sakaf ist übrigens auf Platz 5 im Ziel angekommen. Platz 5 ist super. Ein gutes Ergebnis. Nicht das ganz das, was wir wollten. Aber das kommt schon noch. Wie? Was wollt ihr denn noch mehr? Anständiges Ergebnis hat nicht ganz gereicht. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Ja, ja. Genau so ist es. So. Und Romano hat Russell überholt, Leute. Sie hat aber nur noch 21% Reifen. Die muss nur noch ein paar Meter fahren mit den kaputten Reifen. Schafft sie das? Jawohl. Also. Super gelaufen, Leute. Platz 5 mit Sakaf, Platz 8 mit Romano. Romano hat am Ende noch einen Platz gut gemacht und Sakaf konnte sich gegen Norris verteidigen. Sehr schön. Dann beschleunigen wir mal die Zeit und wir beenden dieses Rennen, Leute. Wie immer gibt es nach dem Rennen mehr als genug Gesprächsthemen. Darunter die Leistung des Fahrers, den wir gerade sehen. Ein Zieleinlauf auf dem 8. Platz, der eine Handvoll Punkte bringt. Tja, Max Verstappen kann einen weiteren Podiumsplatz auf seine Liste schreiben. Ja, Max Verstappen hat wieder einmal gewonnen. Hat er irgendwie jedes Rennen gewonnen, kann es sein? Naja, auf jeden Fall, Sakaf ist 5. geworden und Angelo Romano 8.
10 Punkte für Saka, 4 Punkte für Romano. Damit bin ich sehr happy. Saka ist auf Platz 8 inzwischen. Sie hat 10 Punkte nur noch auf Lewis Hamilton. Auf Piastri hat sie aber ordentlich Punkte scheinbar. Aber trotzdem, wir könnten Platz 7 werden, wenn wir demnächst noch ein paar Punkte machen. Romano hat einen Platz aufgeholt. Sie hat Yuki Tsunoda überholt mit 12 Punkten inzwischen. Und jetzt ist Lance Stroll als nächstes dran, der gar keine Punkte gemacht hat. Und Alonso auch nicht. Und Hamilton auch nicht. Wunderbar. Konstrukteurmeisterschaft schaut so wie folgt aus. Wir sind auf Platz 5 hochgeklettert. Wer hätte das gedacht am Anfang der Saison, nachdem wir immer Letzter geworden sind, dass wir hier Platz 5 erreichen. Unglaublich, Leute. Unglaublich. Aber ich freue mich drauf. So, hier waren wir leider nicht dabei. Das können wir direkt weitermachen. Ja, ja, ja. Und wir haben mit beide unsere Ziele erreicht. Wir wollten mit Saka mindestens 8. werden. Wir sind 5. geworden. Mit Romano wollten wir 9. werden. Sie ist 8. geworden. Und dadurch haben wir fast $1 Million dazu gekriegt. Schauen wir mal, wie viel Geld wir haben. Forschung ist abgeschlossen. Okay, das muss ich mir gleich noch anschauen. Wir haben $13 Millionen, Leute. Anfang Juli kam ja noch ein bisschen Kohle dazu. In Budapest geht es in 11 Tagen weiter. Und wenn man auf den Rennkalender schauen, dann sehen wir Folgendes. Und zwar, jetzt kommt Ungarn, dann kommt Belgien. Und dann haben wir tatsächlich einige Wochen Pause, bis die Sommerpause sozusagen, bis es in Holland wieder weitergeht. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.